Guten Tag, ich heiße Joran Musmeyerholz und möchte mit Ihnen über Kulturtechniken sprechen. Wenn über die Veränderung von Bildungszielen im Angesicht des digitalen Wandels nachgedacht wird, findet man sehr häufig die Forderung, in den Schulen müsse eine neue Kulturtechnik vermittelt werden. Revolution im Unterricht, Computer wird Pflicht. Das ist die Titelgeschichte einer Ausgabe des Spiegels. Und darin wird die Diskussion um Deutschlands Schulen wie folgt beschrieben. Ich zitiere. Von einer neuen Bildungskrise ist die Rede, die zu schnellem Handeln zwinge und von technischen Analphabeten, die auch unter Deutschlands Abiturienten überwögen. Dem Umgang mit dem Computer wird sogar gleicher Rang wie dem Lesen, Schreiben und Rechnen gegeben. Zu diesen drei herkömmlichen Kulturtechniken komme nun diese neue vierte. So reden nicht Schul- und weltferne Reformer. Zitat Ende. Diese Ausgabe des Spiegels stammt übrigens aus dem Jahr 1984. Für diese Perspektive gibt es gute Argumente. In diesem Video möchte ich eine entgegengesetzte Argumentation dem gegenüberstellen. Meine These lautet, es gibt keine vierte Kulturtechnik. Stattdessen verändern sich die drei traditionellen Kulturtechniken. Neben die drei traditionellen Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, tritt eine vierte, der kompetente Umgang mit digitalen Medien, so eine Art digitale Kompetenz. Diese Position ist weit verbreitet und für diese Forderung spricht, dass der digitale Wandel ja tatsächlich als epochale Veränderung begriffen werden kann und dass wir entsprechend große Umwälzungen in Gesellschaft und Bildung und natürlich auch in Bezug auf die Kulturtechniken erleben. Ich halte es allerdings für hilfreicher und für dem digitalen Wandel angemessener, wenn man nicht eine eigenständige vierte Kulturtechnik postuliert, sondern stattdessen den Wandel, die Transformation der traditionellen Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, in den Vordergrund stellt. Wenn ich jetzt an dieser Stelle gegen eine vierte Kulturtechnik plädiere, will ich damit nicht die Relevanz des digitalen Wandels ignorieren. Ich argumentiere vielmehr dagegen, dass es sich hier um einen eigenständigen Bereich handelt und die alten Kulturtechniken einfach unverändert bestehen bleiben würden. Die Kulturtechniken, Lesen, Schreiben und Rechnen, ändern sich laufend. Das war wohl schon immer so, aber gerade jetzt im und durch den digitalen Wandel wird es besonders deutlich. Ein kurzer Exkurs. Die Verwendung des Begriffs Kulturtechniken im Sinne von Lesen, Schreiben, Rechnen ist relativ jung. Möglicherweise ist der Begriff in dieser Bedeutung sogar erst durch die Diskurse rund um Digitalisierung prominent geworden. Lesen, Schreiben und Rechnen sind keine Kulturtechniken, die losgelöst vom digitalen Wandel stehen würden. Lesen ist im digitalen Zeitalter nicht mehr dasselbe wie Lesen in prädigitalen Zeiten. Schreiben ist im digitalen Zeitalter nicht mehr dasselbe wie Schreiben in prädigitalen Zeiten und Rechnen ist im digitalen Zeitalter nicht mehr dasselbe wie Rechnen in prädigitalen Zeiten. Besonders deutlich wird das, wenn man Lesen, Schreiben, Rechnen weit definiert. Also Lesen als Wahrnehmung der informationellen Welt. Nicht nur Bücher auf Papier lesen und auch nicht nur Buchstaben in digitalen Medien lesen, sondern Lesen insgesamt als Recherche, als Bewertung, als Wissensmanagement, als Analyse und so weiter und so weiter. Schreiben insgesamt als in die Welt hineinschreiben und sich in der Welt äußern, also als Handschrift, als getippte Schrift, auch als gesprochenes Wort, als Gestaltung von Video oder Audio, als Präsentation, als Publikation und so weiter. Und Rechnen insgesamt als Verstehen und Gestalten von logischen Verknüpfungen von Objekten. Dazu zählen auch Algorithmen, Informatik, Informationswissenschaften und vieles mehr. Bei allen drei Kulturtechniken können wir heute um digitale Kompetenzen nicht herumkommen. Aber es geht nicht um eine vierte Kulturtechnik, sondern um eine Querschnittsfrage. Wenn digitale Kompetenzen also auf jeden Fall wichtig sind, ist es dann nicht zweitrangig, ob wir sie als vierte Kulturtechnik oder als Querschnittsthema einsortieren? Nein, lautet meine Antwort, denn diese Unterscheidung hat ganz reale, mächtige Konsequenzen. Die Rede von einer vierten Kulturtechnik lenkt nämlich davon ab, dass wir alle uns mit den Veränderungen der Kulturtechniken, Lesen, Schreiben, Rechnen, durch den digitalen Wandel beschäftigen müssen. Eine vierte Kulturtechnik, das klingt so, als würde man das Thema in einen gesonderten Bereich abschieben können. Dort würden sich dann Fachleute darum kümmern und alle anderen können weitermachen wie bisher. Genau dieses Verhalten würde aber eine Grundeigenschaft des digitalen Wandels missachten. Denn dieser Wandel, diese Transformation, das bedeutet ja nicht, hier kommt etwas Neues und tritt neben das Bestehende. Es heißt auch nicht, das Bestehende wird
durch das Neue ersetzt. Vielmehr kommt das Neue und es verändert das Bestehende. Das ist der Hintergrund, warum wir uns alle mit diesen Transformationen beschäftigen müssen. Das gilt umso mehr, wenn wir uns mit einer Haltung damit beschäftigen wollen. Eine Haltung, bei der wir diese Veränderung nicht nur akzeptieren, nicht nur verstehen, sondern auch mitgestalten möchten. Das beschriebene vorherrschende Verständnis des Begriffs Kulturtechniken als Lesen, Schreiben, Rechnen ist relativ jung und keineswegs alternativlos. Ich empfehle an dieser Stelle den Wikipedia-Artikel zum Thema. Da gibt es zahlreiche Diskussionen darum, was denn nun eine Kulturtechnik sei und was nicht. Wenn es nach mir geht, wenn wir schon eine vierte Kulturtechnik stärken wollen, dann plädiere ich für eine, die auf soziales Handeln abzielt. Kommunikation, Zusammenarbeiten, Arbeitsteilung, Koordinieren, Organisieren etc. Und auch hier ist die Querschnittskomponente digitale Kompetenzen essentiell.